So, wir sind immer noch in der Abstergo Entertainment Hauptzentrale und wir müssen jetzt bin ich selbst am Überlegen nochmal, irgendein Video von einer Kollegin runterladen und das einem Kurier geben. Das war unsere Aufgabe von einem Mitarbeiterkollegen, der uns mal ganz lieb gefragt hat in der letzten Folge. Und ich hoffe, dass das alles so gut geht, denn ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Genau, die Animus Workstation des Kollegen erreichen. Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Mhm. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Wir haben jetzt. Ein und ich führe dich dadurch. Wir haben jetzt Sicherheitsstufe 1. Das heißt, wir können theoretischerweise nochmal zurück in diesen Raum, wo ich da vorhin gewesen bin. Das war glaube ich 2, wo ich da in der letzten Folge gewesen bin. Naja, gucken wir mal, was das jetzt bedeutet, dass es Sicherheitsstufe 1 ist. Was ist denn hier so anders dran? Was haben wir denn hier? Ein Flugzeug? Was haben wir hier für Bücher? Mandos. Subterraneous. Assassin's Creed Buch. Assassin's Creed Forsaken. Assassin's Creed Forsaken? Ist das ein Teil von Assassin's Creed? Sagt mir gerade gar nichts. Assassin's Creed The Fall. Assassin's Creed 4 Black Flag. Assassin's Creed. Melde dich an. Ja, sofort. Lass mich noch ein bisschen mich umschauen. Mhm. Ja, auch wieder ein paar Bücher. Was ist da drauf zu sehen? Okay. Datummäßig kann man jetzt nicht erkennen. Ich würde es behaupten, es ist November. Naja. Aber wettermäßig passte das ja nicht im November. Vielleicht ist es auch Juni. Keine Ahnung. Wo ist das Problem? Melde dich an. Ja, mal mit der Ruhe. Fang mal nicht an zu drängeln. So, hier haben wir einen Futterautomat. Cookie. Und Poppers. Oder Pop-Ups. Und cool. Und Henry. Henry ist bestimmt so eine Gulaschsuppe. Sieht zumindest so aus. So, hier haben wir ein Brett mit Infos und ja, dann wollen wir mal gucken, bevor er jetzt wieder anfängt zu meckern. Hier ist ja sonst nichts mehr, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ah, Konzeptzeichnung. Okay. Na, hier entsteht wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen vorab und Sicherheitsstufe 2 ist wahrscheinlich der ganze Rohbau dann. So, dann gucken wir doch mal. Wir müssen uns hier einloggen. Machen wir doch mal. Musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten... Daten bewegen, Kugel drehen. Blocker, Spielavatar, Wahrscheinlichkeit für Endlosschleife, okay. Bewegen sich deine Daten einmal in eine bestimmte Rechnung, werden sie die in eine Richtung, nicht Rechnung, in eine Richtung, werden sie dieser so lange folgen, bis sie auf ein Hindernis stoßen. Teleportieren die Teleportblöcke treten in Paaren auf. Passieren einige Daten einer der Teleporter, werden sie zum zweiten Teleporter. Werden sie zum zweiten teleportiert, behalten allerdings ihre ursprüngliche Bewegung und Richtung bei. Ja, das kann ja nur noch schief gehen. Ach so, okay. Jetzt schnalle ich es gerade erstmal. Wo muss ich, wo sind denn die Daten? Oder beziehungsweise wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da muss ich hin. Leute, jetzt wird's noch ein bisschen kniffliger hier alles. Ja, wenn ich jetzt nach unten, dann komme ich direkt in die Endlosschleife und das will ich nicht. Wow. Ah, das ist auch, glaube ich, Fail. Wo muss ich denn? Muss doch irgendwie an die Daten kommen, oder nicht? War doch meine Aufgabe. Ja, toll, super.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss und was ich hier tue. Hallo? Yeah! Ach, das war Jetzt sogar lese die richtig. Datei runter. Ach Ich habe für alles, so. was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Na, das war ja einfach. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17, das mit Miles. Den kenne ich. Das ist den Teil, den ich das gespielt Subjekt habe. War tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Okay. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe den. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Vorgängerteil gewesen. Den hier, den habe ich nur angespielt. Noch nicht mal bis zur Hälfte. Und ich bin jetzt noch ein bisschen erschrocken, weil ich habe ja diesen Charakter, den man ja da spielt, kennengelernt. Und selber war ich ja in diesen Katakomben. Und jetzt bin ich ein bisschen erschrocken, dass es doch wahrscheinlich zusammenhängt, die Teile. Wusste ich nicht, ist mir neu. Und bin so ein bisschen erschrocken, dass er jetzt gestorben ist. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel verpasst habe. Naja, schauen wir mal. Also ein Team zur Probenentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zur Nutzung im Sample 17 Projekt eingesammelt wurden. Ja, das haben wir ja gerade gesehen. Das war das Video, was wir herunterladen sollten. Oh mein Gott, da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen hinzukommen. Hey, du bist Uiuiui. ja besser, als ich gehofft hatte, und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal. Kein Kollegenschwein, hm? Oder du kannst nicht anders. Aha, also wir könnten jetzt theoretischerweise von jedem Kollegen den Computer hacken. Das ist natürlich interessant. Ich bin nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein, nein, nein. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Kein Shake Hands mehr in dieser Zukunft gerade kommt nicht. Die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, können wir wirklich dann alle Computer hacken damit in der Abstergo Entertainment Hauptzentrale? Hey, nochmal ein bisschen Level 2. Hier können wir nicht rein. Gibt es denn hier nochmal irgendwo Level 1, wo wir vielleicht rein schnuppern können? Da hinten, oder? Oder ist das. Ah, das ist Level 3. Noch größer.
Können wir denn hier raus irgendwie? Können wir denn uns außen umsehen? Ach, ich kann ja doch rennen. Was haben wir hier? Toiletten? Ja. Naja, Toiletten kennen wir ja jetzt mittlerweile zu Genüge. So, gucken wir doch mal. Hier dürfen wir nicht rein. Da sind wir ja gestartet. Und hier dürfen wir auch nicht raus. Also heißt es für uns schnurstracks wieder zu uns, zu unserem Arbeitsplatz. Können ja mal gucken, ob wir ein paar Fremdcomputer hacken können, ob wir noch mehr herausfinden, was in dem Vorgängerteil passiert ist. Würde mich mal interessieren. Gucken wir doch mal. Wir fahren wieder mit dem Fahrstuhl nach oben. In die zweite Etage. So. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Okay. Wir haben ja gerade ein bisschen was erfahren über Sample 17 Projekt. So, hier ist ja unsere Workstation, aber wir müssen mal ein bisschen umschauen, ob wir irgendeine finden, die leer ist, die wir vielleicht mal hacken können. Da sitzt jemand, hier sitzt jemand. Hier sitzt, glaube ich, niemand. Doch, da sitzt auch jemand. Da ist der Typ, der uns immer so böse anguckt, wenn man ihn sich ansieht. Er trinkt aus dem leeren Becher. Hier werden wieder Toiletten sein. Jawohl. Kann ich dir helfen? Den Henry rauszuholen? Ja. Schlecht gelaufen. Euro reingeworfen und kommt nichts raus. Können wir hier... Ne, können wir nicht. Ich glaube, das würde uns auch angezeigt werden, wenn wir da irgendwie was hacken könnten. Man kann also nicht auf... Es sind nicht 30 Grad in dem einen Flügel und 5 im anderen. Aufzüge funktionieren? Fühlt sich endlich wie eine Hightech-Firma an. Im alten Gebäude war der Kaffee besser. Die haben ja alle Probleme. Also man kann nicht auf gut Glück einfach mal irgendwas hacken. Habe ich jetzt so gedacht, weil er das ja sagte. Naja. Spiel speichert. Und weiter geht's. Oi. Wo willst du hin? Zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Also ist seine Angebetete doch abgehauen. Was wissen wir jetzt? Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. So, und damit verabschiede ich mich. Denn das war's erstmal für Let's Play Assassin's Creed für diese Folge und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann James Kidd folgen wir dann. Also, macht's gut. Tschüss.